Hallo, mein Name ist Roland Jonas Bialke und ich glaube, der Name bedeutet was. Egal, heute ist der 18. Februar 2015 und heute möchte ich darüber reden, was mein Bezug zu Terminator ist mein persönlicher Bezug. Also ich habe mehrere Bezüge dazu, aber da gibt es was ganz Bestimmtes. Und zwar in diesem ersten Teil, oder kann auch der zweite sein, weiß ich nicht mehr. Aber muss der erste sein. Da gibt es halt so einen coolen Typ, der sollte sich eigentlich was zu essen kaufen. Ja. Ich glaube, das ist der Vater von John Connor und der ist in die Vergangenheit gerissen und wie heißt die Zeitform eigentlich, wenn man in die Vergangenheit reist? Muss sich doch eigentlich auch verändern, oder? Jedenfalls ist Bayern war. Ist in der Vergangenheit und dann ja, verfolgt ihn so der Terminator und er ist dann mit seiner Frau unterwegs und mit der Mutter von John Connor und dann wollen sie eigentlich was zu essen und einen Supermarkt kaufen, glaube ich. Und er nimmt aber was ganz anderes mit. Und dann erzählt er davon, was er mitgenommen hat. Und das ist so ein Sprengstoff, um Sprengstoff herzustellen. Und das hat mich sehr interessiert. So vor Jahren, als ich den als Jugendlicher gesehen habe, ich hatte so Chemieunterricht. Das fand ich cool. Ja, wollte ich auch können. Und dann habe ich das später gelernt. Ja. Und habe ich das später gelernt. Das ist mein be persönlicher Bezug zu dem Film. Obwohl die im Film versucht haben, uns ein bisschen zu verarschen. Ja. Sie haben nämlich nicht was Funktionierendes eingebaut, sondern irgendein Fantasiegemisch, was nicht funktioniert hat. Das finde ich voll gemein. Da war ich voll traurig. Aber ja, so wird man manchmal inspiriert. Und ich liebe Terminator. Ich würde gerne bei Terminator mitspielen. Ich wäre so ein voll fieser. Fieser Terminator. Es gibt zwei Terminator 2 Teile. Zwei Terminator 2 Filme. Das ist voll seltsam. Ich habe den zweiten oder den ersten zweiten, den zweiten zweiten oder ersten zweiten nicht gesehen. So ein ja, trashiger Film. Ich glaube, hat auch mit Aliens zu tun. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Gut. Wenn du Zeit reisen kannst, dann sag mir mal bitte, wie die Zeitform heißt, wenn man in der Zeit gerist ist. Gereist. Ich glaube, das heißt gereist. Gekeilreist. Ja, viel Spaß. Wünsche ich euch mit dem neuen Terminator-Film. Guckt euch ihn an und wenn ihr das Video gut findet, dann Daumen hoch. Oder runter? Nein, lieber hoch. Also kommt auf die, wie sich die Erde dreht nach eurer Zeitreise. Kommt darauf an.